Können wir jetzt anfangen? Ich warte schon gefühlt das halbes Jahr hier. Soll ich einfach nochmal antworten? Hallo und willkommen! Es wurde mal wieder Zeit, ein paar Bücher vorzustellen, für die eine ganze Buchempfehlung sich vielleicht nicht lohnt, die sich aber perfekt eignen würden, um ein paar Stunden mit bereicherndem Lesen zu überbrücken. Und damit ohne weiteres zu den Empfehlungen. Nummer 1, Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Ich bin mir sicher, dass es ungefähr 12.000 Krimis gibt, die so heißen, aber das hier ist keiner. Es ist die Geschichte eines ziemlich alten, sehr respektierten und sehr gesetzten deutschen Schriftstellers namens Gustav von Aschenbach, der sich quasi für die letzte Reise seines Lebens auf den Weg nach Venedig macht. Er verliebt sich dort in einen Jungen, dem er sich zwar niemals nähert, aber dessen Anziehung er sich selber nicht entziehen kann. Der schöne Junge ist so etwas wie das Gegenteil zu dem alten Mann, der überall nur noch Todessymbole sieht und der in der alten Stadt zu ersticken droht. Gleichzeitig entwürdigt sich der vorher immer nur auf Arbeit fixierte Alte immer weiter durch seine Hingezogenheit zu dem Jungen. Klingt unangenehm, stimmt, aber konfrontiert euch mal damit. Literatur ist kein Wohlfühl-Buzzfeed-Artikel. Nummer 2, The Europeans. Henry James tut hier, was er oft tut. Er lässt von Traditionen belastete Europäer auf etwas naive Amerikaner treffen. Hier zwei Geschwister, die Europa aus verschiedenen Gründen verlassen mussten und jetzt ihre Verwandten in New York besuchen. Eugenia, die Schwester, ist hier auf der Suche nach einem zweiten Ehemann, nachdem ihre Ehe in Europa in die Brüche gegangen ist, also ein ziemlich klassisches Thema für einen Gesellschaftsroman. Das wirklich Lesenswerte ist hier allerdings, denke ich, eher das Handwerkliche. Henry James ist ein unglaublich guter Beobachter, vor allen Dingen der Menschen. Und er ist dadurch in der Lage, sehr überzeugende und interessante Figuren zu zeichnen. Besonders im Detail. Nummer 3. Wo warst du, Adam? Von Heinrich Böll. Heinrich Böll erzählt hier die Geschichte von einem ziemlich unbedeutenden Frontabschnitt in Ungarn während des Zweiten Weltkrieges. Egal, ob es das Lazarett ist, das geräumt werden soll und in dem immer noch ein Todkranker liegt, der immer noch nicht bewegt werden kann, eine Brücke, die schnell wieder hochgezogen und dann sofort danach gesprengt wird, oder eine Champagnerkiste, die man für den Vorgesetzten noch in Sicherheit bringen soll. Die Soldaten werden mit einem Chaos und einer Absurdität konfrontiert, deren Eskalation sich längst verselbstständigt hat. Die schwerfällige Kriegsmaschinerie ist weit davon entfernt, die Situation, die sie selbst geschaffen hat, unter Kontrolle zu bringen und kann eigentlich nur noch hilflos mehr verrückten Kram anstellen. Eine interessante Geschichte über den Wahnsinn des Krieges, aber statt großen Rundumschlägen aus der Sicht von Individuen. Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Zugegeben, das ist nicht gerade die obskure Empfehlung, die niemand kennt, aber für die Zwecke dieses Videos genau passend. Die Handlung des Stücks, das sich eigentlich eine Oper nennt, spielt in der Halbwelt Sohos in London irgendwann im 19. Jahrhundert. Dargestellt wird größtenteils das Leben von zwei Männern. Zunächst Peachum. Der Geschäftsmann zwingt Bettler in so etwas wie die pervertierte Version einer Gewerkschaft und staffiert sie gewerbsmäßig als Bettler aus, damit sie Mitleid erregen. Und dazu den Gangster Mackie Messer, der ein Meister des traditionellen Raubmordes ist, gute Kontakte zur Polizei pflegt und Peachums Tochter ehelichen will. Insgesamt geht es um die bürgerliche Wahrnehmung von Verbrechen und Verbrechern und deren Beziehungen zueinander. Brecht sagte selbst dazu einmal: Die bürgerliche Faszination mit Verbrechern basiert auf der Fehlannahme, dass der Bürger selbst kein Verbrecher sei. Eine ganz interessante Perspektive und deswegen lohnt es sich, auch dies hier mal zu lesen. Oder natürlich es sich auf der Bühne anzusehen. Nummer 5, Die Straße der Ölsardinen. John Steinbeck erzählt hier eine Geschichte eigentlich nur von einem bestimmten Umfeld, nämlich dem der Carnery Row in der kalifornischen Stadt Monterey, in den 20er, 30er Jahren. Die Stadt an sich ist dabei eher arm und auch die Carnery Row macht nicht den besten Eindruck. Es reihen sich Ölsardinenfabriken an Bordelle und schmutzige Kneipen und dazwischen versuchen Obdachlose das Nötigste zu finden. Und in dieser Straße sitzt auch der Doc, ein gutmütiger Wissenschaftler, der hier seinen Forschungen nachgehen will. Der Roman kennt allerdings kaum feste Protagonisten. Steinbeck schreibt selbst:
Huren, Hurensöhne, Kuppler, Stromer und Spieler. Mit einem Wort, Menschen. Man könnte mit gleichem Recht sagen, heilige Engel, gläubige Märtyrer, es kommt nur auf den Standpunkt an. Und gerade Letzteres beschreibt auch den Stil des Romans sehr gut. Steinbeck ist Realist. Und auch wenn ich Realismus ansonsten eher für eine schlechte Angewohnheit halte, so versteht Steinbeck es hier doch durchaus, realen Figuren einen gewissen Zauber zu verpassen, ohne sie zu verklären. Und damit hoffe ich, genug gutes Material für den nächsten Flug oder was auch immer geliefert zu haben. Ja, oder wann auch immer ihr das nächste Mal für längere Zeit auf sehr engen Raum eingesperrt seid. Und verbleibe euer Literatursnob. Hallo! Lasst mich die Gelegenheit nutzen, um mich für die videofreie Zeit zu entschuldigen. Hatte wie gesagt praktische Gründe. Du hast die ganze Zeit hier rüber ausgeführt worden. Bist Marina Joyce. Ich funke gerade mit den Augen. Entschuldigung, das sollte man vermutlich rausschneiden. Man kann sich da drüben weitere Videos ansehen. Ich bin sehr froh, dass dieses Video noch gesehen wird, nachdem ich so lange abwesend war. Aber jetzt werden zunächst, also wenigstens für ein paar Wochen, mal wieder regelmäßig Videos kommen. Freut euch darauf, falls ihr euch darauf freut, keine Ahnung. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Oh und ja, falls jemand Vorschläge hat, was für Bücher sonst noch in so eine kürze Lesenreihe passen würden, schreibt sie in die Kommentare. Tschüss.